Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und dein Name ist? Silver Gonzales. Hallo. Der eine oder andere kennt ihn genau. Bidi bidi bang, bidi bidi bong, komm, ich kippalabala all night long. Oder veo, veo, que ves, una cosita, y que cosita es. So, jetzt wisst ihr vielleicht, wer das sein könnte. Und unser Projekt wird nämlich sein, wir wollen dir beim Abspecken helfen. Absolut. Das ist das Ziel. Wir müssen erstmal deine Ernährung ausbalancieren. Das heißt, der Alkohol schmeißen wir erstmal raus. Was? Von mir aus alle zwei Wochen einmal bis zum Stillstand der Pupillen von mir aus. Aber dann reicht es auch wieder. Der Lifestyle muss einfach sich ein bisschen entwickeln. Du musst ja auch in der Lage sein, auch wenn du viel unterwegs bist, dass du einfach improvisierst. Ne? Also im Prinzip, glaube ich, weißt du sogar, was du essen musst. Aber du brauchst wie viele andere auch einfach einen Fahrplan, einen Ernährungsplan. Richtig. Da werde ich mit einschreiten und dir einen ganz guten Plan geben. Du hast mir am Telefon schon gesagt, naja, eigentlich werde ich sowieso nur mich so 70% dran halten. Das hat sich super, da habe ich richtig Bock, einen Plan zu schreiben. Du hast ein sportliches Talent. Mhm. Ganz klar, du spielst ja trotzdem Fusi zweimal die Woche. Einmal bis zweimal die Woche, wenn ich Zeit habe, zum Boxtraining. Ja. Ne? Ernährung ist halt scheiße und ich brauche irgendjemanden jetzt mal, der mich coacht, wo ich dann so ein bisschen, wie du sagst, einen Fahrplan habe, wo ich dann weiß, okay, da ist einer und passt ein bisschen auf, ja, oder ich muss mit dem in der Kommunikation bleiben, mich mal austauschen und so, weil momentan bin ich fett wie nie. Alle Spiegel sind zugehängt zu Hause? Nee, aber es ist doof, wenn du, also wenn du so eine Dreieckfigur hast, also wenn die Schultern irgendwie schmaler sind als die Hüfte. Das ist so scheiße. So sieht es aus wie so ein argentinisches Rindvieh. Ja. Das kriegen wir hin, du hast ja wirklich ein Talent, wenn du dich nur halbwegs dran hältst. Pass auf, ich habe mir vorhin überlegt, ich werde dir zwei Trainingseinheiten zeigen. Das heißt, wir werden heute einmal trainieren und morgen einmal trainieren. Das Ganze machen wir natürlich auf einem extra Video. Ich zeige dir dann drei, vier Übungen. Frei nach der Idee, keep it simple and stupid. Mhm. Es gibt keine magische Übung, es gibt keine magische Kapsel, es gibt nur vernünftiges Training und Ernährung. So. Gut. Und du hast dir vorgenommen, das wird auch im Vlog erscheinen, du 8 bis 10 Kilo willst du abnehmen. In 8 Wochen. Ich habe hinzugefügt oder nebenbei bemerkt, dass es ja auch nachhaltig sein soll. Das heißt, es bringt uns nichts, wenn du dann in Form bist und dann fängst du wieder an, irgendwie bist auf Tour und dann stopfst du dich wieder irgendeinen Scheiß vor und hast wieder 5 Kilo oder 10 Kilo drauf. Das wollen wir nicht. Also wenn es nur 6 Kilo sind, ist für mich auch in Ordnung, weil du baust relativ schnell Muskeln auf. Problem ist halt mein Bauchbereich, ne? Ja. Also Bauch und Hüfte, mhm, ist wirklich ein Problembereich. Und da müssen wir halt auch am Stressmanagement arbeiten, denn dieser Bauch, auf den du ansprichst, das ist auch, kann mitunter auch von vielen Cortisol kommen. Cortisol ist das Stresshormon schlechthin, mhm, und sorgt dafür, dass sich dann gerade auch im Bauchbereich vermehrt Fett ablagert. Okay. Einmal stehen. Die hatte Licht am Schienenbein. Hatte Licht am Schienenbein? Ja, die hatten schön alle Füße schön am Boden. Füße schön am Boden. Okay. Die hatten am Schienbein ran. Das so? Genau, dass du die Hand quasi, okay, immer am Schienbein anstreifen lässt. So stehst du auf gar keinen Fall auf. Nee? Nein. Brust raus. Rücken gerade. Rücken gerade, Arsch ein bisschen runter. Ja. Brust raus. Ja. Guck mal, jetzt bist du in der Position. Ja. Und jetzt bist du enger stehen noch, sonst bist du schon wieder so breit. Genau. Brust raus, Kopf nach unten. Okay. Kopf nach unten. So, genau. Und jetzt kommst du hoch. Schon mal auf Zug, schon mal Spannung aufbauen. Genau. Wir haben das Training erledigt. Ja. War cool, oder? Mega. Ich bin total dankbar und happy. Hat sich komplett gelohnt, der Ritt von Hamburg nach Berlin. Ja, ja. Weil das Training in der Form mit der Beratung, wie man genau was hebt und gerader Rücken und so als Laie für mich. Unmöglich, total ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen. Niemals, da kannst du auch keine App oder auf dem Computer bei googeln und so. Und dann steht da irgendwelche Zeichnungen oder so. Wenn da keiner dabei ist, der das genau dir sagt, in der Aktion, wie du es machen sollst, hast du verloren, hast du keine Chance irgendwie, das richtig zu machen. Ja, ja. Trainierst immer falsch, machst dann zu viel, bringt alles nichts. Also ein Personal Training ist komplett was ganz, ganz anderes. Leute, ich kann das nur empfehlen. Also ja, unbestritten. Ich glaube, das weiß auch jeder meiner Zuschauer. Du bist aber auch ein spezieller Fall. Ne? Dir fällt das Konzentrieren an der Handel, das fällt dir unheimlich schwer. Generell du im bist Leben. Jemand, du bist einfach jemand, der einfach nur Vollgas geben will am besten. Am besten ohne Hausaufgaben, ohne Lernen. Das hat ja nicht so richtig geklappt. Es sei denn, ich habe dir meine Arbeit. Ja, du hast es richtig gemacht. Ich muss jetzt singen auf der Bühne. So. Du hast den besseren Schulabschluss gemacht. Das ist so. Ja, aus dir ist ja trotzdem was geworden. Ne? Klar. So haben wir uns übrigens kennengelernt. Das wissen ja die wenigsten. Das haben wir noch gar nicht angesagt. Zusammen zur Schule gegangen. Wir sind zur Schule gegangen. Er hat bei mir abgeschrieben sozusagen. Ja. Wir haben zusammen gelernt. Aber ich habe meistens bei dir abgeschrieben. Also Herr Grunert oder wie hieß er damals? Frau Wagner und so. Ihr habt es nie mitbekommen. Ich habe immer bei Johannes abgeschrieben. Ja, zu viel. Aber wir wollen keine Kids animieren hier, die das gucken, weil vielleicht gucken ja Minderjährigen. Also abschreiben ist total scheiße, weil du wirst nichts im Endeffekt, so wie ich. Ja. Also
Musst dann irgendwie zusehen, dass du singst irgendwo. Und dann kommst du irgendwann bei Hot Bandidos raus. Du musst irgendwann in den Dschungelcamp oder so ein Scheiß oder machen. So, ja, genau. Deswegen, Leute, lernt und trainiert und lernt sich zu konzentrieren, ist total wichtig halt. Komm. Jetzt redest du erstmal ein bisschen. Der ist voll auf Endorphin. Ja, ich bin voll auf Endorphin. Adrenalin noch. Adrenalin, Endorphine, Glückshormone. Ich konnte ihn gar nicht runterbringen. Nee. Der muss erstmal lernen, runterzufahren. Ne? Nicht immer Vollgas. Das stimmt. Das ist wie dem Yin und Yang. Das muss immer ausgewogen sein. Ich habe keine, auch keine 18 mehr. Ihr wisst ja, wie ihr das machen sollt und was ihr machen sollt, denn ihr schaut ja regelmäßig meine Videos. Ihr könnt das auch hier so machen. Nicht zu Hause machen. Und dann könnt ihr so kreisen. Und heute Abend würde ich dich gerne mitnehmen zu einer Party, wo ich eingeladen bin heute Abend. Das ist das Reopening der New York Bar, wohl eine ganz alteingesessene, renommierte Bar hier in Berlin, soll man sagen. Hast du Bock? Vielleicht kommt der Appetit beim Essen. Du weißt ja, ich bin nicht mehr so der Party-Löwe. Ne? Ja. Aber das Gute ist ja, es geht relativ früh los. Ja, genau. Es geht 18, 19 Uhr los, dann bin ich um 22 Uhr zu Hause, es passt. Cool, würde ich mich freuen, finde ich geil. Ja, dann gehen wir nachher hin. Dann dusche ich mir eben schnell, gehen wir noch einen Happen essen und dann fahren wir nachher dahin. Mach dir mal frisch. Ich wollte Johannes mal meinen Hund zeigen. Guck mal, da habe ich in Weihnachten eine Weihnachtsmütze aufgesetzt. Meine Suppe, mein Salat, Maxis Salat. Mein Gemüse, mein Brokkoli, meine Champignons, alles für mich extra gemacht. Meine Kartoffel. Das leckere Stück Fleisch ist von Silva. Mmh. Und seine Kartoffel mit Quark. Und das Fleisch? Hammer. Hab ich richtig lecker. Richtig lecker. Und das Skala von 1 bis 10? Auf jeden Fall eine 9. Auf jeden Fall locker eine 9. Und der junge Mann hat schon einiges an Fleisch vertilgt. Auf jeden in diversen Fall. Ländern der Welt. Ja, wirklich. Mhm. Also, in Südamerika und in Spanien, die können also auch alle wirklich gut mit Fleisch umgehen. Aber das hier kommt mit auf die Stufe, wie sagt man, aufs Podest. Ja. Definitiv. Ja, jetzt sind wir auf dem Weg. Wo geht's jetzt hin? Wir fahren jetzt Kantstraße Motel One. Und da, ich bin auch mal Motel One, ich mag's da sehr. Ja, da werden wir jetzt irgendwie, machen wir uns fertig, beziehungsweise ich mache mich fertig da und dann... Ich bin ja schon gelackt, geleckt und gestylt, wie immer. Cappy. Tough the Nuts Shirt und zur Abwechslung mal eine Jeanshose. Das muss reichen. Johannes, du bist Sportler, du bist Profi in dem Bereich. Pass auf da vorne. Und das ist mein, ich habe dazugelernt, das ist mein sogenannter Winning Look. So ist ja, es. Wisst ihr Bescheid. So, wie bist du eigentlich so hot man gekommen? Ich habe damals mich beworben für ein Moderationscasting noch. Das war Bravo TV. Stimmt, und so. Da haben wir noch telefoniert, da war ich noch eine Ausbildung. Stimmt. Da war ich bei Bravo TV im Casting und so. Das war 99, glaube ich, 99, 2000. Oder irgendwas mit der Rose. Und wenn dir diese Rose gefällt, irgendwas war da mit der Rose. Ja, da war das war Daniel noch. Den hast du noch, weißt du? Hast du auch mitgemacht. Das mit Daniel noch am Start war. Da hat er noch so eine Single-Sendung gemacht. Ja, okay, ja, stimmt. Da habe ich so eine Single-Sendung mal mitgemacht. Irgendwie, das waren die ersten Fernsehversuche. Ja, und dann war ich ja damals, war ich dann bei Dieter zum Casting. Wollte eigentlich Moderator werden. Ja. Und dann hieß es, nee, Moderation haben wir jetzt nichts oder ist nichts für dich, aber... Da sagte meine damalige Agentur oder Management, die hat ja auch Blümchen gemanagt und so damals, ja. ATC. Und haben die gesagt, wir machen so ein neues Projekt Hot Bandidos. Und da brauchen wir so einen spanischen Typen irgendwie, einen Tänzer, Sänger. Ich sag, ja, mit Singen kann ich aber lernen, sag ich. Und so, und hab mir das alles echt selbst angeeignet, hab Coachings genommen und so. Und ne, du kennst mich ja vom Landfußballer im Endeffekt. Und hab dann einfach... Improvisiert. Und jetzt schon seit 12 Jahren jetzt fast. Und 12 Jahre, ey. Jetzt mache ich das schon und das läuft wieder richtig gut aktuell und so. Und wir kommen jetzt wieder auch mit neuen Songs im Sommer, neuem Album und so. Und ja, bin durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Also wirklich, das war, ich habe viel Dreck fressen müssen in der Zeit und wurde auch viel, ja. Ist halt aber auch ein hartes Business, das muss man sagen. Absolut, ne? Das ist eins der schlimmsten. Eins der schlimmsten. Also schmutziges Geschäft, aber irgendwo macht es ja auch megamäßig Spaß und hat auch wieder tolle Sachen. Also das ist auch genau der Applaus des Publikums, das kennst du selber, wenn du bei der Meisterschaft stehst und hast da Fans, für die mache ich es auch, weil das Gefühl, was du dann hast am Ende der Show, wenn du gesungen hast, und dieser Applaus, der macht süchtig. Und das ist das, warum ich es mache. So die Vorher-Nach-Show. Style of Mind. Ja, Bauch habe ich eingezogen. Ja, noch kannst du gut kaschieren. Ne? Ja, kaschieren kann ich gut. Also viele Leute auch bei Facebook schreiben mir, wo willst du noch abnehmen und so. Die sehen ja die Befehle. Jetzt hier Posing. Ich hab damit nichts zu tun, das ist nur wegen ihm hier. Ne? Ich dachte, die holen uns mit dem Smart ab oder so. Jetzt kommen die hier mit so einem ewig langen...
Mahlzeit. Länger ging nicht, ne? Weil der ist uns eigentlich zu kurz. Ich habe gesagt, unter 30 Meter läuft nicht. Du bist draußen. Ja, gut. Bis immer, lieber. Spaß. Sind aber alles. Hi. Super. Fitness-Blogger, YouTube. Hey. Oh. Fitness-Man, ja, klar. Heute wurde ich quasi entjungfert. Ich habe noch nie in so einer Limousine gesessen. Wirklich? Noch nie. Sorry, ey. Sorry. Ah, Johannes, was bist du denn für einer? Ja, ich muss an mir arbeiten. Ich muss ehrlich an mir arbeiten. So. Das habe ich schon gezeigt. Der Fitness-YouTuber von heute muss sich leider selbst verköstigen, beziehungsweise geht auch nochmal sicher. Hier Nüsse, ne? Oh, war ja peinlich, Leute. So, der Silver wurde verlangt. Der ist jetzt hier irgendwo irgendwelche Kontakte knüpfen. Und ich lasse mir jetzt ein schönes Wasser ins Weinglas gießen. Also ein Fake-Wein sozusagen. Prösterchen. Aber was isst du da jetzt? Nüsse und Apfel, oder was? Ja, mega Nüsse und Apfel. Und viel Mineralwasser? Ja. Also, Fitnessfans, immer was zu essen dabei haben. Keine Ausreden. Du bist vegan? Ja, ohne Witz, aber erst seit 2 Wochen. Ich glaub dir das niemals. Und es nervt tierisch ab. Vegan macht überhaupt keinen Spaß. 21.38 Uhr, meine Party ist vorüber. Das ist doch mal eine angenehme Uhrzeit, oder? Herrlich. Und wieder zu Hause bei meiner Maus. Die schneidet immer noch fleißig, wie jetzt einer, der richtig arbeitet. Und ich genieße jetzt meinen Salat mit einem Rest Gemüse von gestern und Amaranth. Und Linsen sind da mit drin und Tomätchen und Brokkoli und Blattsalat. Ich sag schon mal gute Nacht. Sportsfreunde, seid gegrüßt. Ich habe heute um 10.30 Uhr die Hand meiner Frau auf meiner Schulter verspürt, als sie mich wach machte. Großartig, ich habe ausgeschlafen. Mietal-Monitorwerte sind trotzdem chaotisch, katastrophal. Wir fahren jetzt ins Orange Fit. Und ich habe dort 2 Personal Trainings, die wir auch abfilmen. Zum einen mit dem Silva und dann mit der Melli, die ihr vielleicht kennt. Ja. Silva war noch bis 1.30 Uhr oder so, war er noch nachts auf der Party. Ich befürchte, er hat getrunken. Melli, hast du Bock auf Sport? Nein. Doch, total. Das ist jetzt deine Post-Workout-Mahlzeit, ja? Na, eigentlich ist es mein Frühstück und ich habe heute vorhin die Hälfte gegessen und esse jetzt nochmal die Hälfte, damit ich besser über den Tag komme und noch einkaufen gehen kann. Ja, weil nicht mit leerem Bauch einkaufen. Nee, das ist schlecht. Ich muss ja noch für einen Cheat-Day einkaufen und dann wird der Wagen zu voll. Ja, ja. Das 20 Gramm Haferflocken. Ich esse 75 Gramm Haferflocken in meinem Frühstück. Du bist nur eine Angeberin. Und das ist mir schon zu wenig. Ich kann noch mehr essen. Training läuft bei euch. Mhm. Mhm. Intensives Daumentraining und Social Media Practicing. Ich bin schon 5 Mal fertig mit meinem Linken. Wie früher, in der Schule. Ja. Früher schon die Arbeit immer schon nach 25 Minuten war der fertig, hat die Arbeit abgegeben. Und ich war schon schlecht. Und ich brauchte immer die ganze Stunde. Aber da hat er mir die Arbeiten ja mal rübergeschoben. Noch schnell. Und hat dann jetzt abgegeben. Achso, dann mache ich hier noch das Fitnesscenter auch noch markieren. Da freut er sich. Ja, natürlich. Klar, eine Hand wäscht die andere. Weißt du, alle an einem Strang. Hübsche Kamerafrau, sehr hübsche Kamerafrau. Ich gucke immer die hübsche Kameradame an. Wie geht denn das jetzt hier, Johannes, wie geht denn das jetzt nochmal? Mach das doch mal hier, oder was? Ja, darf ich mal? Hier würde ich mal gucken, hier würde ich mal einen Cursor dazwischen machen. Also du musst das lernen, du bist doch hier der Star von... Ich habe aber von Social Media keine Ahnung, deswegen, da bin ich... Ich komme aus den 90ern, 2000er, da war mit Social Media, YouTube, Facebook, Instagram nix. Deswegen, ich bin da völlig hinterher, wenn ich sehe, wir gehen abends gestern Abend los, den erkennen ja mehr Leute als mich. Ich gehe da durch, oh, guck mal, das ist Johannes Lukas, toll, ich stehe daneben und denke so, ja, super. Was ist das Scheiße, du? Ja, weil die Kids und so, die sind alle mehr im Internet und bei YouTube und Facebook und überall, als jetzt hier gucken ZDF Fernsehgarten, nee. Ich bin dafür jetzt nicht geboren worden, ich habe andere Qualitäten. Was bist du denn geboren? Born to be is... Das muss ich auch noch richtig rausfinden. Nenne uns noch. Mal deine Qualitäten. Ich bin auf jeden Fall, kann ich gut Stimmung machen. Ich bin auf jeden Fall ein Stimmungsmacher und ich kann auch, glaube ich, ganz gut den Raum füllen mit Stimmung, Atmosphäre und das kann ich auch auf der Bühne gut. Da kann ich Stimmung machen, so, das kann ich, da kann ich die Leute mitreißen, mitanimieren, so, das ist meine Stärke. Ja. Ich würde auch sagen, ich bin Teamplayer, so. Was?
Wer kann das schneiden zum Glück? Doch, doch, nee, du hast dich verändert. Also ich muss sagen, Klaus hat durch die schlechten Zeiten, die du durchgemacht hast, die letzten Jahre, hast du dich auch so positiv verändert. Aber wir waren doch drauf, da waren wir doch auch Teamplayer. Also wir beide, aber mehr dann noch nicht. Das war ein kleines Team. Wir gegen den Rest der Schule. was mir gefallen hat, auch in dem Video und so, was mir an dir gefällt, ist einfach, du bist dir für nichts zu schade. Ja, du machst ja auch mal zum Kasper, auch wenn andere Leute sagen, nee, schneid das mal raus und deine die Diva raushängen lassen. Du machst den Quatsch einfach mit. Und das finde ich ganz cool, weißt du? Ja, man darf sich immer selbst auch nicht zu wichtig nehmen. Ernst nehmen. Und wenn man jetzt mal zu fett ist, und auch für die Showküche, dann bin ich jetzt halt mal zu fett. So. Und jetzt machen wir halt dann halt Diät. Das kann man ja alles in den Griff kriegen. Der Körper verformt sich nun mal auch mit dem Alter. Das ist ja einfach nun mal so. Ja? Das Alter ist nun mal so, dass das die biologische Uhr tickt irgendwie. Und sag ich mal, die Schwerkraft und alles nimmt seinen Lauf. Und dann hängt nachher mehr, als es steht. Wie komme ich denn? Den Silver habe ich aufs Laufband geschickt. Der soll sich ein bisschen downcoolen. An trainingsfreien Tagen werden immer die Waden trainiert. Da ich ja gestern nur draußen trainiert habe, habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen und will noch ein bisschen was machen. Aber hat natürlich mit Training jetzt nichts zu tun. Ich mache wirklich nur 3 Übungen jetzt. Ich pushe noch ein bisschen am Seil des Trizeps. Dann ist Schluss, denn ich will am Montag wieder voll einsatzbereit für die Kniebeuge sein. Silva rennt hier schon wieder durchs Gym und unterhält hier komplett alle Leute, ja, unglaublich, der Typ. Silva, wie war das Training? War mega, ey. Ich habe so Endorphinausschüttung gerade. Die Sonne scheint, ich bin so voller Energie, ich bin so happy, ich bin so glücklich gerade. Ich habe so eine Ausschüttung, das ist Wahnsinn, körpereigene Droge. So ist das. Also, das ist besser als jeder Alkohol, jeder Joint, jede scheiß fucking Droge. Das ist besser als alles. Dieses fit zu sein, wahr zu sein, bei sich zu sein, ja. Gedanken klar und einfach sich wohlzufühlen körperlich. Man hat geduscht und man hat aus dem Fitnessstudio schon nach draußen geguckt, hat die Sonne scheinen sehen. Ja, und dann geil. Kommt so Vorfreude, jetzt das Essen, so Kleinigkeiten, es geht schon was essen noch und so. Und ich bin happy und freue mich nachher auf die Fahrt nach Hamburg zu fahren, zurück und auf meinen Hund und mit dem spazieren zu gehen. Oh, stimmt. Geil. Ja. An die Elbe. Super. Und auch da ist es wieder wichtig, sich über die kleinen Dinge im Leben zu freuen. Ja, wirklich. Ich sitze hier, ich würde gerne einfach irgendwas Schönes aussuchen. Ist aber nicht, weil ich bin ja vegan. Ich fühle mich echt wie ein Junkie. Vorhin habe ich im Training schon an Fleisch gedacht. Ich breche alles ab. Ihr unterstützt mich alle. Ihr drückt mir die Daumen. Ich finde das cool, dass ich das mache. Und das finde ich ganz toll. Eure Reaktionen waren alle super. Und aber ich muss gestehen, es ist für mich ganz schön kompliziert so. Die Mädels fangen schon mal an. Du hast schön Pizzabrot. Mhm. Mit ein bisschen Gemüse. Tomaten und Käse. Das ist richtig lecker. Das ist der Dip dazu, oder was? Ja. Das ist halt einfach alles nur nervig. Also ich finde einfach, sich vegan zu ernähren, ist ein Fulltime-Job. Da, zeig's ruhig. Mann. Da. Da. Und bei mir. Guten Appetit. Das ist sehr, sehr gesund. Sieht das lecker aus. Ja. Darf ich so ein bisschen Dressing, darf ich, ne? Ein bisschen darfst du auf jeden Fall. So, das reicht, ne? Ja. Jetzt wird uns der Stoff weitergegeben, damit er auch funktioniert. Der Ernährungsplan. Wir haben Multivitamine, Kalzium und Magnesium. Plan auch wieder Omega 3. Okay, krass. Ja. Wir haben Zink ja. Zweimal. Ja. Wir haben hier Whey Isolat Schoko. Geil. Einen natürlichen Shaker von Best Body. Ja. Wir haben Glutamin. Okay, geil. Dann haben wir ein Casein. Ja, hier ist nochmal ein Vanille. Ja. Und einmal leckeres Erdbeer, auch super lecker. Also wenn ich das sehen würde, ich wäre total neidisch, glaube ich. Ja. Ich wäre neidisch. Die kommen denn das mal lieber wieder. Das ist doch total geil. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, ey. Das ist doch schön, dass du das so schätzt. Also ich freue mich richtig krass. Ich freue mich richtig krass. Also es ist also ein Wahnsinns-Dankeschön erstmal. Echt, wir müssen das noch irgendwie in den Plan integrieren, ja? Wenn du mal keine Mahlzeit der schaffst, größte dann gibt's Dank, einfach einen Shake. Der größte Dank geht natürlich Best Body. Dank. Dankeschön. Denn ohne Best Body könnte ich das nämlich auch nicht einfach so mal eben schnell machen. Ne? Das würde mich auf jeden Fall motivieren, das Ganze hier. Absolut. Und die Ergebnisse, da habe ich jetzt richtig Bock. Das ist ja auch ein gewisser Druck jetzt für mich dann halt auch da, um es nicht schleifen zu lassen. Und deswegen wollte ich auch mit Johannes zusammenarbeiten, weil ich mich ihm anvertrauen kann. Er kennt meine Macken, meine Fehler, meine Schwächen. Und jetzt kann er mir genau sagen, zu welchem Training und wie ich meine Ernährung dann was nehme. Und ich hätte jetzt gedacht, niemals gedacht, dass das jetzt hier... Alles gut, genug gequatscht. Auf die nächste Party nimmst du dann einen Proteinshake mit, ne? Ja, okay. Ja? Da gibt es keine Weinschorle mehr.
Du hast es selber in der Hand. Du entscheidest, ob du die scheiß Alkpulle in der Hand nimmst oder ob du was trinkst oder nicht. Für dich ist einfach nur ein bisschen trinken nicht geeignet. Du musst erstmal radikal durchziehen und dann wirklich aufgrund deiner Vergangenheit einfach, ja. Viele haben es vielleicht in den Medien mitbekommen. Einfach mal straight durchziehen, verdammte Scheiße nochmal. Nicht ein bisschen. Ja, ich trinke mir jetzt auf das Niveau der anderen runter. Was soll die Scheiße? Wenn du nüchtern bist und klar im Geiste, dann wirst du das ganz anders wahrnehmen und viel besser drauf sein und viel fitter sein fürs nächste Training. Weil das nächste Training folgt bestimmt. Schön, dass du da warst, Silber, ne? Danke dir, Johannes. Lass mich hören. Alles, komm her. Danke für alles, großer. Sag mal, meinen Zuschauern, Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön fürs Zuschauen, ja. Ey, danke. Und ja, echt geil. Ich bin baff. Tschüss.